Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein paar von euch haben schon mitbekommen, dass vor 2 Monaten habe ich schon mal ein Video gemacht. Da sollte eigentlich meine untere Zahnspange rauskommen. Doch aufgrund des momentanen Zustandes hat das Ganze nicht funktioniert. Aber heute ist der 13.05. Wir haben 10.03 Uhr und ich fahre jetzt zum Kieferorthopäden. Hoffe, dass diese untere Zahnspange hier endlich entfernt wird, Freunde. Also, ich mache mich auf den Weg und hoffentlich könnt ihr mich in ein paar Stunden ohne untere Zahnspange sehen. Also, bis gleich, ne? So, Freunde, ich bin jetzt gerade raus aus dem Kieferorthopäden und kann euch auf jeden Fall sagen, das Ergebnis vom Unterkiefer extrem gut geworden ist. Also, ich war gerade wirklich extrem überrascht, wie gut sich meine Zähne auch anfühlen und wie gut das Ganze eigentlich aussieht, dass mein Unterkiefer wirklich so die Zähne zumindest so breit und gut sind quasi. Also die sehen zumindest gut aus. Klar sind die jetzt ziemlich gelb, weil durch die ganzen Zahnspangen und die ganzen Operationen sind die ja ziemlich mitgenommen. Aber ansonsten sehen die echt gut aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze so aussieht vom Nahem. Also ihr sehen könnt, habe ich jetzt echt eine gute Unterkiefer. Partie von den Zähnen, das sind alles meine echten Zähne, die sehen jetzt echt gut aus, ich bin echt zufrieden damit. Das Ganze war jetzt wirklich, also bis die untere Zahnspange rauskam, also ich habe jetzt 1,5 Jahre lang die untere Zahnspange gehabt, nach der 2. Operation, glaube ich. Nee, es war kurz vor der 2., kurz vor der Bimax-OP habe ich, glaube ich, die untere Zahnspange reinbekommen, also 1 oder 1,5 Jahre habe ich auf jeden Fall die untere Zahnspange mit mir rumgetragen. Und das Ganze war jetzt für mich nochmal als 19-Jähriger ziemlich schwer, aber ich habe das Ganze durchgestanden und bin jetzt echt zufrieden damit, wie das Ganze aussieht und hoffe, dass die obere Zahnspange, die Lücken vor allem, wie ihr sehen könnt, habe ich immer noch nach, das sind jetzt echt 1,5 Jahre her nach der ersten Operation, nach der Gaumennahterweiterung, habe ich tatsächlich immer noch Lücken jetzt hier im Oberkiefer, wie ihr sehen könnt, in den Zähnen. Aber dadurch, dass die untere Zahnspange jetzt raus ist und mein Oberkiefer jetzt, also die Zähne quasi jetzt keine Hinderung mehr haben durch die Zahnspange unten, können die jetzt quasi ganz einfach zusammengezogen werden. Das wird jetzt in den nächsten, ich schätze mal, 1,5 Monaten, 2 Monaten werden jetzt die oberen Lücken geschlossen und dann werden hoffentlich auch die obere Zahnspange, wird hoffentlich dann auch entfernt. Und ich schätze mal, das Ganze wird jetzt noch so 3-4 Monate dauern. Aber für mich ist das Ganze jetzt kein Problem mehr, weil ich bin jetzt echt zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wie es jetzt schon aussieht mit oberer Zahnspange, bin ich auch echt glücklich und zufrieden. Und kann euch jedem sagen, der eben dasselbe oder ähnliche Probleme wie ich habe, ob es jetzt Unterbiss, Überbiss oder Kreuzbiss oder was gibt es noch, ganz offener Biss. Es gibt so viele Sachen, die einen einschränken im Alltag. Bei mir war das ja das Kauen. Ich konnte ja vorher nicht mal richtig kauen. Das war das große Problem für mich tatsächlich, dass ich nicht richtig kauen konnte. Und ja, ich bin jetzt echt wirklich glücklich, die ganzen Operationen, Schmerzen hinter mir zu haben. Und das Entfernen der Zahnspange war auch unangenehm. Ich habe gedacht, das Entfernen der Zahnspange wird jetzt kein Problem mehr sein. Aber trotzdem, als sie den Kleber entfernt hat, mit so einem Bohrer, wie auch immer, hat sie halt den Kleber entfernt. Und das war auch echt unangenehm, dachte ich mir teilweise, vor allem hier vorne in den vorderen Zähnen. Aber das Ganze ist jetzt durch, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bis hierhin. Das ist jetzt die untere Zahnspange raus und hoffentlich können wir in den Weg noch weitergehen und die obere Zahnspange auch bald loswerden. Und hoffentlich auch mal das Endergebnis hier sehen nach der ganzen, wie nennt man das, Farce. Ach, wie auch immer, Freunde. Lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Bock habt, dass ich mal wieder mehr Updates bringe bezüglich des Kiefers. Da werden auch demnächst auf jeden Fall mehr Updates kommen, weil, wie gesagt, es stehen noch ein paar Sachen, sie stehen noch an. Ich bin Samuel Lift, Out of Lifting, Freunde. Haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Peace out. Abo, Bruder. Was hast du gemacht mit deinen Zähnen, ja? Nicht schlecht.